Hallo, ich bin der Felix, Azubi in der Notebook-Werkstatt bei IPC Computer und heute zeige ich euch einen Teardown von einem Lenovo 460S. Nun beginnen wir mit dem Abbau der Bodenplatte. Dazu lösen wir die 5 vorhandenen Schrauben hier. Diese nicht mit Gewalt versuchen aus der Bodenplatte zu entfernen, da sie in der Bodenplatte vorhanden bleiben und man sonst die Verschraubungspunkte in der Bodenplatte eventuell ausbrechen könnte. Nach dem Entfernen dieser Schrauben könnte man es mit der Hand versuchen, die Bodenplatte zu entfernen, oder falls man ein dünnes Metallwerkzeug hat, wie hier an der Stelle, zwischen die kleinen Fugen und etwas aufhebeln. Links sowie rechts sollte man nicht zu viel Druck aufwenden, da man auch mit dem Metallwerkzeug an das Mainboard kommt und es sonst auch brechen könnte. Danach die Bodenplatte anheben und entfernen. Beim Teardown sollte man zuerst den Akku entfernen, damit mögliche Kurzschlüsse ausgeschlossen werden können. Hierzu die beiden oberen Schrauben des unteren Akkus entfernen. Und den Akku mit die dritte Schraube auch. Und den Akku mit etwas Fingerspitzengefühl aus der Fassung heben. Bei dem oberen Akku ebenfalls die 2 Schrauben lösen und danach mit etwas Gefühl wieder aus der Fassung herausheben. So. Danach entfernen wir mit der oberen Schraube bei der SSD die vorhandene SSD. Um diese auszubauen, etwas an der SSD ziehen und sie lässt sich schon leichter rausnehmen. Hiernach entfernen wir die beiden Kabel der WLAN-Karte. Nicht zu viel Druck darauf geben, da sonst die kleinen Nasen hier oben abbrechen könnten. Und danach wieder mit der kleinen Schraube hier die Karte herausnehmen und mit etwas Gefühl herausziehen. Hier drunter könnte sich eine LTE-Karte verbergen. Bei diesem Modell ist das nicht der Fall. Es könnte aber Ihnen auch sein, dann wäre es mit dieser Schraube hier befestigt, diese lösen, die 2 Kabel entfernen und wie die WLAN-Karte herausnehmen. Danach können Sie die Kabel mit etwas Gefühl ebenfalls herausnehmen und aus dem Kabelkanal entfernen. Hiernach entfernen Sie die Lautsprecher, die sich unten rechts und unten links verbergen, mit den 3 vorhandenen Schrauben. Bei den Lautsprechern ebenfalls aufpassen, dass sie nicht zu arg an den Kabeln ziehen, da sonst möglicherweise die Kabel etwas beschädigt werden könnten und der Sound beeinträchtigt werden könnte. Mit etwas Fingerspitzengefühl wieder aus den Kabelkanälen entfernen und hier aus dem Steckverbinder den Lautsprecher trennen. Danach sehen Sie die 3 Verschraubungspunkte der unteren Platine, diese ebenfalls lösen, um die Platine danach entfernen zu können. Die Platine etwas anheben und mit etwas Gefühl herausziehen. Danach lösen Sie den Steckverbinder, um die Platine von dem Mainboard zu entfernen.
Das braucht auch etwas Fingerspitzengefühl, da man aufpassen muss, dass man den Steckverbinder nicht möglicherweise herausbricht, da es ein fragiles Plastikteil ist. Nach dem Ausbau dieser Platine können Sie den CPU-Lüfter entfernen mit den vier vorhandenen Schrauben an dem Sockel. Diese auch nicht mit Gewalt versuchen, aus ihrer Verschraubung herauszunehmen, da sie auch hier in dem Metallteil vorhanden bleiben. Danach können Sie den Lüfter anheben und hier aus dem Sockel entfernen. Hiernach lösen Sie die jeweiligen Kabel aus deren Steckverbindern, hier, hier und hier. Und können diese Platine danach mit den zwei vorhandenen Schrauben ebenfalls abschrauben. Danach entfernen Sie den letzten Steckverbinder oben links auf dem Mainboard und können beginnen, die Schrauben des Mainboards zu lösen. Sie sollten darauf achten, dass Sie nicht die BIOS-Batterie entfernen, da Sie sonst die Gefahr eingehen, dass sich die BIOS-Daten zurücksetzen. Das bedeutet, dass Sie dann danach im BIOS wieder Ihr Datum und Ihre Uhrzeit einstellen müssen. Nach dem Lösen der Mainboard-Schrauben entfernen wir die letzte Schraube hier unten an dem Steckverbinder für den unteren Akku. Danach, um das Mainboard vollständig lösen zu können, entfernen wir das Touchpad von seinem Steckverbinder, ziehen das kleine Kabel hier ab und schrauben die vier Schrauben heraus. Nach dem Entfernen der Schrauben legt das Touchpad auf dem Display etwas auf. Das heißt, dass man das Topcase etwas anhebt, um das Touchpad danach zu entfernen. Um nach dem Touchpad-Ausbau die Tastatur nun ausbauen zu können, löst man die Schraube hier, um die Verankerung der Tastatur zu lösen. Danach schiebt man mit einem kleinen Schraubenzieher an den Punkten die Tastatur etwas nach oben, damit man die Schrauben hervorhebt, die sich hier, hier, dort, dort, dort und dort befinden. Diese löst man ebenfalls und tut sie nicht mit Gewalt herausziehen, da diese auch in der Tastatur bleiben. Nach dem Lösen der Tastatur kann man das Mainboard mit etwas Fingerspitzengefühl entfernen. Hier sollte man aufpassen, da es hier ungefähr verklebt ist. Das heißt, nicht zu viel Kraft aufbringen, aber auch mit etwas Gefühl ziehen. Dann klackt es kurz und man kann das Mainboard herausnehmen. Nach dem Entfernen des Mainboards gibt es noch diese zwei kleinen Teile. Einmal die Platine und die Ladebuchse. Diese kann man ebenfalls mit einer kleinen Schraube hier aus dem Topcase entfernen und die Platine ebenfalls mit einer Schraube aus dem Topcase herausnehmen. Hier wieder den Steckverbinder trennen mit etwas Gefühl, dass man nicht die Kabel herausreißt. Und die Platine zur Seite legen. Somit hätten wir alle Teile aus dem Topcase entfernt, nun nur noch die Scharniere lösen und man kann das Topcase selbst auch abnehmen. Wenn man die Scharniere gelöst hat, kann man die Antennenkabel hier aus dem Topcase mit etwas Gefühl aus den Kabelkanälen entfernen, damit man danach das Topcase von dem Display trennen kann.
Nachdem man das Topcase von dem Display getrennt hat, kann man mit einem kleinen dünnen Werkzeug hier zwischen die Lücke des Displayrahmens und des Displaydeckels gehen und den Rahmen etwas aufheben. Dabei achten, dass man nicht das Display aufhebelt, weil sonst das Display möglicherweise brechen könnte, falls man hier unter das Display kommt. Nach dem Lösen des Displayrahmens können Sie das Display entfernen, indem Sie die vier Schrauben hier herausnehmen. Und danach können Sie das Display herausnehmen und die Kabel davon lösen. Hier nun mit einem dünnen Werkzeug den Klebestreifen des Displays lösen, um den Steckverbinder hervorzuheben. Mit diesen Schrauben können Sie die Scharniere endgültig entfernen, um an die restlichen Kabel des Displaydeckels zu kommen. Nachdem Sie das getan haben, können Sie die Kabel aus dem Kabelkanal entfernen und dann die Antennen auch ausbauen. Diese sind hier oben verklebt an den Kupferpads genauso wie an den Platinen. Da auch etwas aufpassen mit bisschen Fingerspitzengefühl, die Platinen lösen, da diese sehr zerbrechlich sind.